Jo Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es in diesem Video darum, wie man in eine Screenbox hineinkommt. Und ja, hier ist gerade ein YouTuber namens der Nickel drin, den kenne ich selber nicht. Und ja, wir kommen gleich zu der ersten Option. Bis gleich. Ja, die erste Option besteht daraus, in den Chat.tp der Nickel einzugeben. Und schon ist man auch bei ihm drinne. Das geht so schnell, das ist sozusagen die einfachste Methode. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus und ich zeige euch die zweite Methode. Und ja, die zweite Methode ist, ihr macht den Mod Freecam an, fliegt rein und macht Teleport an. Dann macht ihr einmal Linksklick und dann sneakt ihr und schon seid ihr drinne. Das geht auch einfach nur schnell oder und funktioniert auch einwandfrei. Und ja Leute, hier ist gerade ein Mod reingekommen. Oh, der ist auch schon wieder weg. Aber ich hatte jetzt schon so ein bisschen Schiss, dass er mich bannt. Und ja, dann macht ihr einfach auch Freecam an. Ihr könnt euch auch erstmal in diesen Raum hier teleportieren. Dann seid ihr in so einem Zwischenraum, wo nie einer reinkommt. Das ist auch schon funny. Und ja, dann macht ihr einfach nochmal Freecam an. Geht runter und wählt hier einen Block aus. Zum Beispiel jetzt den hier. Und dann seid ihr auch schon hier unten. Und ja, das war auch schon die dritte Möglichkeit, in die Screenshot-Box zu kommen. Und ja, das ist alles mit dem Wise Client aufgenommen. Den gibt es für 5 Euro bei mir zu kaufen. Und solange dieser Server hier AAC haben wird, wird das auch immer so bleiben. Man kann sich hier immer reinbuggen. Zu allen YouTubern, die hier drin waren. Ich war ja schon bei Gleichmitte, bei Gommel selber war ich hier auch schon. Und da ist der Mod gejoint. Okay, dann lasse ich mich jetzt noch einmal live bannen. Und dann war es das auch mit dem Video. Ich schätze mal, der Mod sollte gleich kommen und mich bannen. Nochmal Nametags an. Na, er ist wieder gegangen. Ist ja ein netter Mod. Ja, wahrscheinlich. Und ja, da wurden wir gebannt. Hacking live. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. 3 verschiedene Möglichkeiten, sich in die Screenshot-Box reinzubuggen/hacken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.